Nun, liebe Brüder und Schwestern, wollen wir uns wiederum dem Epheserbrief zuwenden, und zwar in den letzten gewaltigen Versen dieses Briefes. Heute Abend steht nur der 14. Vers zur Betrachtung, Epheser 6, Vers 14, im Rahmen, im Zusammenhang unserer Verkündigungswoche, der biblische Glaubenskampf. Ich darf den 14. Vers vorlesen. So stehet nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Nachdem wir gestern von dem Feind und seinen Helfershelfern und seiner Taktik hörten, wie der Feind in dieser Welt operiert und besonders die Gläubigen, die Gotteskinder angreift, hören wir heute Abend das Positive, dass wir mit Angriffsverteidigungswaffen dem Herrn dienen und den Sieg über diesen Feind behalten können. Es geht heute Abend um die Wahrheit, mit der wir uns umgürten sollen, und es geht heute Abend um den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den wir anziehen sollen. Ich bekam letzte Woche das Buch von Watchman Nee in die Hand. Watchman Nee ist ja ein bekannter Schriftausleger und Evangelist aus China. Sie wissen, dass er lange Jahre, über 20 Jahre im Gefängnis war und vor ungefähr 10 Jahren vom Herrn heimgerufen wurde. Und unter der Unzahl seiner Bücher gibt es ein dünnes Heftlein, das ganz köstlich ist zu lesen. Wenn man es im ersten Augenblick in die Hand bekommt, ist man etwas irritiert durch den Titel, wie auch durch das Bild auf dem Titelblatt, auf dem Umschlagdeckel dieses Buches. Da hat man so aus Streichhölzern drei Strichmännchen zusammengelegt und das fotografiert und dabei geschrieben, so wie die Strichmännchen dort dargestellt sind: Sitze, wandle, stehe. Ich habe die Reaktion von einigen Brüdern und Schwestern beobachtet, als sie nun dieses Büchlein sich anschauten. Sie wussten gar nichts, was sie mit diesen Streichholzfiguren darauf anfangen sollten. Und ich musste sie erstmal aufklären, was für ein köstlicher Inhalt dieses Buch hat oder dieses Büchlein. Es legt nämlich den Epheserbrief aus unter diesen drei Tätigkeitsworten. Denn in Kapitel 1 steht, dass wir sitzen mit ihm in der Herrlichkeit, dass wir mit ihm in das himmlische Wesen versetzt sind. Dann steht in Kapitel 4, dass wir in der Einigkeit des Geistes mit ihm wandeln sollen. Und nun sind wir beim Schwerpunkt des heutigen Abends. In Kapitel 6 steht, dass wir stehen sollen gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und Watchman Nee hat nun den Epheserbrief auf dieser Basis ausgelegt, dass er einfach sitze, wandle, stehe. Von Kapitel 1 bis Kapitel 6 schwerpunktartig uns deutlich macht und zeigen will, wie wir als Gläubige dem Herrn dienen und nachfolgen können. Als erstes mit ihm sitzen in der himmlischen Herrlichkeit, im Glauben. Als zweites wandeln auf dieser Erde in der Gemeinschaft mit ihm. Und nun Kapitel 6, als drittes stehen. Darf ich es noch einmal vorlesen? Vers 11, zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt. Und deswegen sagt Watchman Nee, sitze, wandle, stehe. Ein Soldat kämpft im Stehen. Ein Soldat kann nicht liegen oder sitzen oder schlafen, wenn er kämpft. Ein Soldat muss stehen. Jakobus sagt es ähnlich. Wieder stehet dem Teufel. So flieht er von euch. Wir machen es oft umgekehrt. Wir fliehen vor dem Teufel und meinen, wir wären ihn los. Nein, die Schrift sagt, widerstehen. So auch hier, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Ihr Lieben, ich möchte mit diesem kleinen Buch von Watchman Nee einleiten. Er schreibt dann ganz köstlich über das 6. Kapitel, wie wir gegen den Feind stehen und bestehen können. Also nicht fallen, obwohl die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Obwohl das Sprichwort sagt, fallen ist menschlich, liegen bleiben aber ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Obwohl wir das alles wissen, ist der Normalzustand der Gotteskinder, der Gläubigen, zu stehen als Soldaten Jesu Christi. So wird es auch in Vers 14 noch einmal wiederholt. So stehet nun. Das ist also die Voraussetzung. So stehet nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit.
Wenn also ein Soldat Jesu Christi stehen soll gegen den Feind, muss er als erstes an den Lenden mit Wahrheit umgürtet sein. Liest man nun diese Substantive, diese Hauptworte hier durch, Wahrheit, Gerechtigkeit, Evangelium, Frieden, Glauben, Heil, Wort Gottes, Gebet, Bitten und Flehen, dann merken wir, es ist ja eigentlich nur eine andere Ausdrucksweise, als was die Schrift an vielen Stellen sagt, zieht an den Herrn Jesus Christus. Wir ziehen seine Wahrheit an, seine Gerechtigkeit, sein Friedensevangelium, wir wandeln im Glauben mit ihm, wir haben die Heilsgewissheit, den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, das er selbst geführt hat, das sollen auch wir führen. Habt angezogen den Herrn Jesus Christus. Wenn wir also nun den Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Wahrheit uns damit umgürten und anziehen sollen, dann ist das eigentlich ein Eingehülltsein, ein Hineingetauchtsein, ein Verschwundensein, ein Aufgegangensein in unserem Herrn Jesus Christus. Hier aber wird es nun in der Kriegssprache gedeutet. Was sonst die Heilige Schrift von Golgatha her beleuchtet, dass der Jesus Christus uns gemacht ist zur Gerechtigkeit, dass der Vater dem verlorenen Sohn das beste Kleid bringt, das weiße Kleid der Gerechtigkeit, von dem wir eben gesungen haben, Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid, das wird nun hier in Bezug auf den Feind gedeutet, an den Lenden umgürtet mit Wahrheit, und dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit ist hier der Brustpanzer der Gerechtigkeit, dass wir dem Feind gegenüber unverwundbar sind. Nun also zuerst zur Wahrheit. Wenn wir auf unseren Israelreisen sind, dann sehen wir es bei der arabischen Bevölkerung, bei der Dorf- und Landbevölkerung sehr ausgeprägt, bei der Stadtbevölkerung nicht mehr, dass Männer und Frauen ihre Trachten anhaben und ihre weiten Gewänder. Die Frauen haben oft sehr dunkle Trachten an, das ist ein Ehrenkodex. Wenn die Männer miteinander Krieg haben, und besonders seit sie Gewehre haben und schießen können, dann muss eine Frau schwarz gekleidet sein und hat dann ihre bunten Stickereien und ihre Tücher, damit ein Mann von Weitem sofort in der Wüste erkennt, dieses schwarze Wesen, was da kommt, ist eine Frau, auf das darf ich nicht schießen. Das ist für die Araber etwas ganz Entsetzliches, wenn sie einen Mann an einer Frau vergreifen. Sie haben einen ganz bestimmten Ehrenkodex, den sie einhalten. Die Männer haben fast alle weiße, weite Gewänder an. Und wenn sie nun Stammesfäden haben, besonders bei den Beduinen im Sinai, da sollen 50.000 Wüstenaraber leben, dann erkennen die sofort an der Kleiderfarbe, an der Unterscheidung, dort kommt ein Mann, dort kommt eine Frau, hier darf ich schießen, dort darf ich nicht schießen. Aber Männer und Frauen haben alles, haben eins gemeinsam, sie haben alle weite Gewänder. Und nun sieht man, wenn sie längere Märsche oder Fußwege beginnen, die Frauen tragen ja dann viel auf dem Kopf, dann haben sie Männer und Frauen alle einen Gürtel um. Sie ziehen dieses weite Gewand ungefähr eine Handbreit höher, als nun der Fußboden ist, und dann gürten sie sich fest und dann gehen sie auf Wanderschaft. Das bedeutet, damit sie ja nicht in den weiten Gewändern sich mit ihren Füßen verfangen, und wenn wir gerade an Jerusalem denken und an Bethlehem, da kann ganz schön der Wind wehen. Auch auf dem Ölberg, der Westwind, da gibt es eine wunderschöne Plantage von Kiefernbäumen, die ist ganz krumm geworden, weil immer dieser Westwind kommt. Und wenn dann der Wind hineingeht, dann kann sich so ein Wanderer mit seinen Füßen in den weiten Gewändern leicht verfangen und hinfallen. Also zieht man das Gewand eine Handbreit höher und umgürtet sich fest, damit man sich nicht in den Kleidern verfängt. Ihr Lieben, das überträgt hier die Bibel ins Geistliche und sagt, wie ein Wanderer in Alt-Israel oder wie es heute noch bei den Arabern ist, deren Zeit ja stehen geblieben ist, wie vor 2.000, 3.000 Jahren, wohnen sie in ihren Beduinenzelten, wie ein Wanderer nun sein Gewand hochzieht, sich fest umgürtet, so sollen wir als Gläubige einen festen Halt haben, der uns Trittsicherheit in der Nachfolge gibt und im Kampf gegen den Feind. Die Wahrheit soll uns wie ein Gürtel umschließen,
damit wir nicht über uns selbst stolpern und fallen. Nun die Frage, wenn sich ein Mensch umgürtet, damit er besser marschieren und gehen kann, dann braucht er einen ganzen vollen Gürtel. Der Gürtel kann etwas knapp sein, aber er muss so lang sein, dass er wenigstens das erste oder das letzte Loch hineinbekommt und dann sitzt der Gürtel. Ich stelle jetzt die Frage, reicht ein halber Gürtel, sich zu umgürten? Niemals. Ein Viertelgürtel? Nein. Ein Dreiviertel oder ein Neunzehntel langer Gürtel? Niemals. Ein Ziergürtel, der vielleicht hinten oder rechts oder links dran genäht ist? Nein. Es muss ein ganzer, fester Gürtel sein. Ihr Lieben, das ist das Erste. Wir als Gläubige müssen die Wahrheit ganz umgürtet haben. Also nicht eine halbe Wahrheit wie ein halber Gürtel. Nicht eine Neunzehntel Wahrheit wie ein Neunzehntel Gürtel, das hilft uns nicht. Ein ganzer Gürtel, damit wir nicht über uns selber fallen. Die Wahrheit muss wie ein Gürtel unser ganzes Leben umschließen, damit der Feind uns nicht antasten kann. Ihr Lieben, man gibt ja in der Welt so seltsame Sprichworte heraus und redet von der Notlüge und von der Situationsethik und was es da alles gibt. Ihr Lieben, das gibt es bei Gläubigen nicht. Es gibt Dinge, über die ein Gläubiger nicht sprechen kann. Es gibt persönliche Dinge, familiäre Dinge, eheliche Dinge, die auf Erden nur ein oder zwei oder drei Menschen wissen, das geht die anderen nicht an. Das ist richtig, man kann darüber schweigen. Wenn man aber etwas sagt, sollte man die Wahrheit sagen. Es kann sich etwas verändern, man kann verhindert sein, es kann eine andere Situation eintreten, das ist richtig. Aber unser ganzes Leben muss umgürtet sein von der Wahrheit, wie man eben im alten Israel oder heute bei den Arabern noch sich mit einem Gürtel umgürtet, ganz oder gar nicht. Eine Halbwahrheit gibt es nicht, es gibt auch keine halbe Lüge, entweder oder, so lehrt es uns die Schrift. Aber ihr Lieben, wir sind ja so große Gürtelkünstler. Und wie in den Modetorheiten die Gürtel hier so von allen Seiten so ein bisschen dran genäht werden, damit die Frauen und Mädchen schön aussehen, so übertragen wir das oft ins Glaubensleben. Warum eigentlich? Der Liederdichter sagt, die Wahrheit ist ein bitterer Trank. Wer sie braut, hat selten Gang. Denn es kann des Menschen schwacher Magen sie nur sehr verdünnt vertragen. Ihr Lieben, das ist die Not. Das ist die Not bei uns selbst. Wir können die Wahrheit nur sehr verdünnt vertragen. Und darum ist auch unser Wahrheitsgürtel, mit dem wir uns umgürten, der ist dann ziemlich schwach und nur drei Viertel und da fehlt so ein bisschen dran. Ein anderes Sprichwort sagt, bevor die Wahrheit ihre Schuhe angezogen hat, hat die Lüge das Land durcheilt. Man bedenke, was in diesem Wort liegt. Bevor die Wahrheit ihre Schuhe angezogen hat, die Lüge das Land durcheilt. Und ihr Lieben, wir kommen aus einem verlogenen, sündigen, ehebrecherischen Geschlecht. Und wir haben das alte Wesen, den alten Adam, noch in uns. Und der Satan versucht uns immer wieder in sogenannte Halbwahrheiten hineinzureißen, damit wir tüchtig fallen und damit wir uns in unserem eigenen Wesen selbst verfangen und kampfunfähig werden. Und hier ruft uns nun die Schrift auf, bitte, die Wahrheit ist ein bitterer Trank, ja, das ist wahr. Der Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Wir sollen mit dieser ganzen Wahrheit der Schrift umgürtet sein. Etwas anderes gibt es in der Bibel nicht. Entweder die ganze Wahrheit oder gar nichts. Ihr Lieben, wir meinen immer, ich wiederhole mich von gestern und vorgestern, der Teufel kommt so mit zwei Boxhörnern. Und wir meinen immer, die Lüge ist nur das klassisch wahre, finstere, höllische, schwarze, dämonische Irrtum. Wer die Bibel kennt, weiß, dass das wahrhaft Dämonische vom Satan meisterhaft gemixt und zusammengeschweißt ist, halb Lüge und halb Wahrheit. Das ist das wahrhaft Dämonische. Der Satan kommt nie ganz mit einer brutalen Lüge, sondern mischt immer etwas Wahrheit hinein und stellt die Wahrheit an den Anfang und den langen Rattenschwanz der Lüge, den sieht man da nicht so wie Adam und Eva im Paradies. Ihr werdet sein wie Gott, ihr wisst, was gut und böse ist. Das war die Wahrheit. Die wussten, was gut und böse ist.
Das ist richtig. Aber sie wurden doch nicht wie Gott, sondern sie wurden wie der Teufel, wie die Sünde, wie das Verderben. Das war die Lüge, die hinterher kam, an der wir heute noch als Adams Nachkommen zu leiden haben. Ihr Lieben, wir müssen uns diesen Satz merken. Das wahrhaft Dämonische ist immer mit etwas Wahrheit durchdrungen. Und wir haben in allen Sekten, Irrlehren, Weltreligionen und die verschiedenen Ismen, die es geben kann, ob es Marxismus oder Sozialismus oder sonst ein Ismus ist, sie haben alle ein Stück Wahrheit. Und damit verführen sie die Leute. Die Menschen gehen daran zugrunde. Ich habe das vor Jahren mal erlebt in einer Großstadt mit 85.000 Einwohnern. Ich mache bei einer älteren Dame einen Besuch und durch Verwandtschaft erzählte sie mir, dass irgendwo eine Beerdigung gewesen wäre, das wäre eine ganz schlimme Sache gewesen, als hätte man einen Mann umgebracht, dem man ins Schnapsglas 5 Tropfen Blausäure geträufelt hätte. Und er wäre daran gestorben. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet, ein Gerichtsverfahren kam, das ging dann alles seinen ordentlichen Weg. Aber ich musste bei mir erschaudern, ich musste bei mir denken, sieh mal an, 5 Tröpflein Blausäure reichen, um diesen Mann ins Jenseits zu fördern. Ja, wie macht es denn der Satan, ihr Lieben? Der Satan kann nur 99% Wahrheit vor die Seele stellen und macht so 1% E605 oder Blausäure oder wie das Gift heißen mag, das tut er nein und wir gehen daran zugrunde. Die Schrift sagt ganz wahr, ganz umgürtet sein, nichts dulden von irgendeiner Finsternis, von einer Lüge, von irgendeiner Unwahrheit. Aber dann eine weitere Frage. Es heißt hier, so stehet nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Jetzt liegt die Betonung auf den Lenden. Wer die Bibel kennt, weiß, dass der Jesus Christus als der Sohn Gottes in Offenbarung 1 erscheint als der gewaltige Herr aller Herren, der König aller Könige. Seine Augen wie Feuerflammen, sein Angesicht glänzt heller wie die Sonne, seine Stimme wie großes Wasserrauschen und umgürtet um seine Brust mit einem goldenen Gürtel. Nun, das ist die Königswürde. Der Mensch, der jetzt hier als Kämpfer Christi beschrieben wird, der Christum nachfolgt auf dieser Erde, der ist umgürtet an den Lenden. Warum? Weil er noch auf dieser Erde zur kämpfenden Gemeinde gehört. Hier wird noch gekämpft. Hier ist er an den Lenden umgürtet, an den Lenden, da hängt sein Schwert des Geistes, mit dem kämpft er. Der Sohn Gottes im Himmel ist aber um seine Brust umgürtet. Wir lesen das mehrmals in der Offenbarung. Wir sehen also einen Unterschied. Die königliche Würde, wenn wir als Gläubige überwunden haben werden, werden wir dem Sohne Gottes gleich sein im Himmel und werden mit einem goldenen Gürtel an der Brust umgürtet sein als Zeichen der Königs- und der Herrscherwürde. Auf dieser Erde, hier heißt es Vers 14, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Warum an den Lenden? Nun, ich könnte jetzt oberflächlich auslegen und sagen, das ist eben, weil wir Kämpfer sind und dir hängt das Schwert und wir lesen das auch im Alten Testament zwischen Panzer und Wehrgehänge. Nicht, das ist also hier, das Wehrgehänge hier hängt nun an diesem Gürtel, hängt alles. Ihr Lieben, ich möchte etwas tiefer gehen. Wir lesen in der Bibel, wenn wir die Bibel durch die Bibel auslegen, etwas von den Lenden, mehrmals im Alten und im Neuen Testament, dass in den Lenden eines Menschen, ob er männlichen oder weiblichen Geschlechtes ist, dass da die Zeugungsorgane sind und die Geburtsorgane. In den Lenden des Menschen verbirgt sich das neue Leben, das entstehen soll, das durch Vater und Mutter nach dem Willen Gottes in einem souveränen Schöpfungsakt entsteht, wenn ein neues Leben gezeugt und ein Kind geboren wird. Und die Heilige Schrift redet davon und gebraucht es in dieser ausdrückenden, umschreibenden Weise in den Lenden. Ob Mann oder Frau, in den Lenden des Menschen sitzen die Zeugungsorgane, die Geburtsorgane, die Organe, die neues Leben hervorbringen. Der Mensch hat ja köstliche Organe. Was ist der Mensch ohne sein Herz, ohne seine Lunge, ohne seinen Magen, ohne seine Därme? Kann er nicht leben. Aber kein Herz und kein Magen bringt neues Leben hervor. Nur die Zeugungsorgane bei Mann und Frau
sind in der Lage, durch den Willen Gottes in einem Schöpfungsakt neues Leben hervorzubringen. Und ihr Lieben, ich bin der festen Überzeugung, auch hier die Heilige Schrift diese Ausdrucksweise gebraucht. Wenn wir als Gläubige, wir übertragen es jetzt ins Geistliche, mit Wahrheit an unseren Lenden umgürtet sind, dann ist auch die geistliche Zeugung und die geistliche Geburt zu neuem Leben, zur Bekehrung, zur Wiedergeburt in unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde und in der Evangelisation fruchtbar, wirksam, entsteht neues Leben. Und sehen Sie, hier haben Sie eine der Antworten, warum gibt es heute so wenig Bekehrungen? Warum? Warum geschieht so wenig in den Evangelisationen? Warum werden so wenig gläubig? Warum hält sich so dieser Pegel der Gemeindemitgliedschaft? Es ist eine Stagnation, es ist zwar keine Abnahme, es ist aber auch keine Zunahme. Warum? Hier haben Sie eine von möglichen Antworten. Mit unseren Zeugungsorganen stimmt etwas nicht. Wir sind unfruchtbar geworden für den Herrn. Wir gehen nicht verloren. Nein, wir werden selig. Denn wir werden ja selig durch das Blut Jesu. Aber wir sollen ja Frucht bringen. Und die Zeugungsorgane bringen keine Frucht. Warum? Weil wir nicht mit der absoluten biblischen Wahrheit umgürtet sind. Und sehen Sie, jetzt könnten wir aufzählen, wo bei uns denn Unwahrheit sein könnte. Es kann unbereinigte Sünde in unserem Leben sein, die wir schon vor unserer Bekehrung getan haben und haben die Sünde nie bekannt. Es kann bei uns hängen an außerbiblischen Lehren und Ansichten und Lehrmeinungen sein. Wir können eine Neigung zu gewissen Sünden haben, die uns irgendwie binden und unfruchtbar machen und Zeit und Geld und Kraft rauben. Ach, wir könnten jetzt alles aufzählen, ihr Lieben. Ich glaube doch, dass wir uns hier verstanden haben. Die Zeugungsorgane sind nicht mit Wahrheit umgürtet und weil die Wahrheit, der bittere Trank, uns nicht durch und durch gereinigt und geheiligt hat in unserem Wesen, weil wir Jähzorn in unserem Leben dulden, Geiz, Unversöhnlichkeit, Fleischeslust und viele andere Dinge, darum sind wir so wenig fruchtbar für den Herrn. Darum geschehen so wenig geistliche Zeugungen, Bekehrungen und Wiedergeburten. Ihr Lieben, das ist eine erschütternde Botschaft. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, damit eure Zeugungsorgane von der Wahrheit umschlossen sind. Normalerweise muss ja eine Evangelisation so stattfinden, das ein oder zwei oder dreimal im Jahr, je nachdem, wie es eine Gemeinde wünscht und tut und kann und möchte, dass ein Evangelist oder ein Bruder eingeladen wird und evangelisiert und tut seinen Dienst. Dass aber die Gemeindeglieder das ganze Jahr über in der Welt so ein Zeugnis für den Herrn Jesus waren, dass zwar die Weltmenschen jetzt nicht in Scharen kommen, doch dass dieser oder manche sagt, ja, weißt du, ich habe dich jetzt die ganzen Jahre beobachtet, an deinem Christsein ist was dran. Ich komme mal mit in eure Gemeinde. Und wissen wir, das ist oft unsere große Not. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir Jahr für Jahr unpünktlich an der Arbeitsstelle erscheinen und wir wollen dann den Herrn Jesus bezeugen, dass dann die Weltmenschen sagen, nee, also komm du mal pünktlich um 7 oder 8, wenn es anfing und nicht immer so 3, 4 oder 6 Minuten später und mach deine Arbeit erstmal ordentlich. Ich könnte jetzt diese Dinge aufzählen. Wissen Sie, um ein ganz krasses Beispiel zu sagen, wir sollen ja allen Menschen das Evangelium zu sagen, aber es könnte ja sein, dass uns die Polizei mal anhält, weil wir auf der Autobahn nicht richtig gefahren sind. Ja, und dann stehe ich eben als der Angeklagte, als der Beklagte und Sünder da. Und jetzt dem Polizisten das Evangelium sagen, oh ihr Lieben, dann machen wir nicht nur das Evangelium lächerlich, sondern verunehren den Namen unseres Herrn. Wir verstehen uns, ihr Lieben. Die große Not ist, dass unser persönliches Leben so wenig von der Wahrheit des Evangeliums durchdrungen ist, nicht von der Wahrheit allein, dass wir die reine Lehre im Herzen auf den Lippen haben und den Menschen das klare Evangelium sagen, sondern unser ganzes Leben muss mit dem übereinstimmen, muss wahr und klar sein und klar werden, dass die Weltmenschen uns auch das Evangelium abnehmen können. Wie es mal, als ich kurz zum Glauben gekommen war, ich kam im August zum Glauben, im November starb einer der Gemeindeältesten, wo ich gläubig geworden war. Ja, dann sagten die Weltmenschen, die auf alle Gläubigen eine Lästerrede herabließen. Aber als dieser Mann starb,
dann sagte der eine zu mir, indem er vor mir stand und seine beiden Finger so krumm macht und mir so hinhielt, als ob er etwas Bestimmtes mit Nachdruck unterstreichen wollte, da sagte er zu mir, das war ein Christ. Aus der ganzen Gemeinde war keiner ein Christ. Oh, was die alles hier böse Dinge getan hatten, was die Weltmenschen über die Gläubigen erzählen konnten, die zum Teil sogar wahr waren. Aber bei der Beerdigung, bei diesem Mann sagte er, das war ein Christ. Dann ließ er mich stehen und sagte kein negatives Wort gegen diesen Mann, der ja auch nur ein begnadigter Sünder war. Aber wenn man in dem Leben dieses Mannes nachforscht und was man dann hörte, wie selbstlos, wie demütig, wie wahrheitsgemäß er für Christus gezeugt hat, da waren die Weltmenschen überzeugt, ja, so muss ein Christ leben. Umgürtet mit Wahrheit, damit Zeugungs- und Geburtsorgane zum geistlichen Leben in uns wirksam werden, zur Ehre des Herrn, zum Bau der Gemeinde und zum Heil einer verlorenen Welt. Aber nun, ihr Lieben, wir kommen zu dem zweiten großen Hauptpunkt. Es heißt hier angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Es heißt ja wörtlich mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, weil im Orient war es ja heiß, anders wie bei uns, weil die Soldaten eigentlich nur einen Brustpanzer nach vorne trugen, hinten eben mit Riemen diesen Brustpanzer festgezogen hatten, nicht so wie man das bei uns auf alten Ritterburgen sieht. Ich habe das als Kind öfters gesehen, da muss das arme Pferd eine Rüstung tragen und dann den Ritter selbst und dann die Ritterrüstung, das waren dann 5 Zentner, das ging in der Hitze des Orients nicht, das war unmöglich. Die Kreuzfahrer haben ja am 3. Juli 1187 eine schreckliche Schlacht in der Nähe von Nazareth verloren, auf den Hörnern von Hittim, weil sie mit ihren dicken Rüstungen ankamen und gegen die Sarazenen nicht vorgehen konnten. 12.000 Menschen wurden dort auf bestialische Weise umgebracht. Es ist erschaudernd, wenn man da liest, wie viel Menschenblut dort geflossen ist. Hier steht nun nichts von dieser gewaltigen, mittelalterlichen Ritterrüstung, sondern hier steht von dem Brustpanzer. Also nur der Panzer, der vorne die Edelorgane schützt, Herz, Lunge, Magen, Gedärme, der Brustpanzer. Und nur vorne, weil alle, die hier beschriebenen vom Heiligen Geist beleuchteten Teile der Waffenrüstung Angriffswaffen sind. Immer nach vorne. Sie sind also nicht auf der Flucht erschlagen und weggelaufen, sondern lagen alle in der Richtung gegen den Feind. Keiner ist geflüchtet. Jeder ist im Angriff gefallen. Und darauf soll dieser König Pyrrhus gesagt haben, hätte ich solche Soldaten, die ganze Welt wäre mein. Ja, aber ihr Lieben, was die Weltgeschichte lehrt, wie viel mehr lehrt uns das die Heilige Schrift? Wir haben den Befehl anzugreifen, wir haben den Befehl, geht hin in alle Welt. Wir haben nicht den Befehl, uns in den 4 Wänden unseres Gemeindehauses oder unserer Familie uns zurückzuziehen und warten, bis die Welt zu uns kommt. Nein, die Waffen sind Angriffswaffen und dieser Brustpanzer ist nur nach vorne, nicht nach hinten. Von hinten kann gar nichts kommen. Der Feind kommt von vorne. Wenn du vorne angreifst, dann muss der Brustpanzer dich von vorne schützen. Es heißt aber hier, habt angezogen den Panzer der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, hier kommen wir zu einem ganz großen Geheimnis. Ich möchte jetzt mit Ihnen nicht wiederholen, was uns bekannt ist. Dass Christi Blut und Gerechtigkeit unser Schmuck und Ehrenkleid ist. Das wissen wir. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass der Prophet Jesaja sagt, dass der Herr ihn angezogen hat mit dem Rock der Gerechtigkeit. Wir wissen, als der verlorene Sohn nach Hause kam, dass der Vater sagt, bringet das beste Kleid hervor. Diese Dinge sind uns bekannt, dass Christus auf Golgatha uns das weiße Kleid der Gerechtigkeit erworben hat, dass wir die schmutzigen Lumpen unseres selbstgeschneiderten Gerechtigkeitskleides ausziehen. Wie Jesaja sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Und dass wir nun die Gerechtigkeit Jesu anziehen, hier als Brustpanzer, hat aber eine derartige Wirkung als Brustpanzer, um uns zu schützen, wenn wir es in der Gesamtaussage der Bibel sehen. Und die Gesamtaussage der Bibel sagt nun etwas ganz anderes. Sie sagt, ich darf das ergänzend hier hinzunehmen, dass wir in das weiße Kleid der Gerechtigkeit eingehüllt sein sollen. Darf ich Ihnen mal
einige Bibelstellen vorlesen, die uns gewiss bekannt sind, zum Beispiel aus dem Buch der Offenbarung, um zu deuten, was Brustpanzer der Gerechtigkeit für uns für ein Schutz sein kann. Hören Sie. Offenbarung, Kapitel 3, dort lesen wir in Vers 18. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest, und weiße Kleider, dass du dich antust, und nun hören Sie, weiße Kleider, dass du dich antust, und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße. Wenn ich Sie jetzt auffordern würde, über dieses Wörtlein nachzudenken, Schande deiner Blöße, dann würden wir mit Erschaudern daran denken, dass in den letzten 13 Jahren eine Regierung in unserem Land die sogenannte Pornografie total freigegeben hat und dass wir von Schande und Blöße und Nacktheit in Fernsehen, Filmen, Büchern und Zeitschriften überrollt werden, dass die Leute von Sodom und Gomorra vor Scham erröten würden, würden sie sehen, wie es heute bei uns zugeht. Normalerweise müssen wir zwangsläufig daran denken, Schande deiner Blöße. Aber die Bibel meint das nicht. Jetzt wird's interessant. Ich lese in Offenbarung Kapitel 16 weiter. Und lese in Offenbarung Kapitel 16, da geht da hier um die Schlacht bei Harmagedon, die Texte sind uns ja bekannt, von Vers 12 bis Vers 16. Dort heißt es Offenbarung 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist er da wacht und hält seine Kleider bereit. Das ist es also wieder, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes. Das ist Christi Blut und Gerechtigkeit. Hält seine Kleider bereit, dass er nicht bloß wandle und man seine Schande sehe. Und wiederum meint die Heilige Schrift hier nicht die Schande, mit der wir heute überrollt werden, dass der Mensch in seiner Nacktheit gezeigt wird und gerade in den Organen, die Gott seit dem Sündenfall verhüllt hat, sondern dass hier die Heilige Schrift etwas ganz anderes meint. Ich darf es Ihnen deuten vom Alten Testament und von der theologischen Hochschule, die ich auf den Israelreisen besucht habe. Ich hatte einen theologischen Lehrer, der war 16 Mal in Israel dort geboren, sprach Arabisch, sprach Hebräisch. Der hat uns auf dem Hintergrund des Alten und Neuen Testaments in mühevoller, jahrelanger theologischer Arbeit erklärt, wie man biblische Texte auslegt. Das war mir alles bewusst. Aber nun komme ich 1969 das erste Mal nach Israel und studiere bis heute seit über 10 Jahren auf jede Israelreise immer wieder neu auf dem Hintergrund, wo die Bibel entstanden ist, die Bibel. Und verstehe das erste Mal in meinem Leben, was es heißt, halte deine Kleider bereit, dass nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße. Hören Sie. Jeremia 13, Vers 22. Und wenn du in deinem Herzen sagen wirst, warum begegnet mir solches? Um der Menge willen deiner Missetaten sind dir deine Säume aufgedeckt und ist deinen Fersen Gewalt geschehen. Was heißt das? In Alt-Israel, zum Teil gibt es das noch bei ganz wenigen Splittergruppen des sogenannten orthodoxen Judentums heute, aber bei ganz wenigen, in Alt-Israel verhüllte sich eine gläubige, gottesfürchtige Frau so sehr mit ihrem langen Gewand, dass wenn man ihre Fersen sah, das bereits Schande und Blöße war. Und ihr Lieben, das meint das Neue Testament, wir haben eben die Texte aus der Offenbarung gehört, dass dort geschrieben steht, wache, halte deine Kleider bereit. Das heißt, sei ganz in das weiße Kleid der Gerechtigkeit Jesu eingehüllt, dass nicht irgendwo ein winziges Stückchen von Schande und Blöße offenbar werde. Du musst ganz eingehüllt sein in die Gerechtigkeit Jesu. Wenn ich das jetzt mit dem Brustpanzer hier aus unserem Textwort sagen darf, der Brustpanzer muss dich ganz bedecken, dass wenn du nach vorne kämpfst, dich kein Feuerpfeil des Satans irgendwie treffen, verwunden, verletzen und töten kann. Und wenn ich jetzt hier einen Augenblick abgehe von dieser Betrachtung, dann kennen wir ja die Siegfried-Sage. Und wir wissen ja, dass dieser arme Siegfried umkam, weil dieser Hagen von Tronje ihm den Spieß hinten zwischen seinen Schultern hineinstieß, wo das Lindenblatt hingefallen war, wo er verwundbar blieb.
Wer die griechische Sage kennt, weiß, dass Achilles getötet wurde, weil der tödliche Pfeil ihn an der Ferse traf, wo er verwundbar war. Deswegen redet man von einer Achillesferse. Diese Dinge sind uns bekannt. Und ihr Lieben, das meint jetzt die Bibel. Wir als Gläubiger, als Soldaten Jesu, sollen vom Teufel, von der Sünde, von der Welt unverwundbar sein. Wenn wir uns ganz mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleiden, wenn wir uns ganz einhüllen in das weiße Kleid der Gerechtigkeit und dem Satan keine Blöße lassen. Und mit Blöße ist hier gemeint, nicht irgendetwas, was in das Sexuelle eines Menschen geht, sondern wenn eine fromme Frau in Israel in der alten Zeit etwas zu weit ihre Schleppe, ihre langen Kleider hochzog beim Gehen, dass man nur ihre Ferse von hinten sehen konnte, das war bereits eine Blöße. Und da steht Jeremia 13, Vers 22, um der Menge deiner Misse willen sind dir deine Säume aufgedeckt und ist deinen Fersen Gewalt geschehen. Also, man konnte die Fersen sehen und das war eine Gewalt, man sah etwas von der Blöße von den Fersen einer frommen Frau in Israel. Hier spricht der Jeremia von dem Gericht, die Babylonier kommen. Und die haben es vor 2.500 Jahren genauso gemacht wie die Russen, die am 8. Mai 1945 einmarschierten. Wer im Osten war, erinnert sich, Wojna, alle Hitler kaputt. Das war das erste Wort, was sie konnten. Und das zweite Wort, oder vielleicht umgekehrt, das war das Wort Fräulein, komm mit. Und dann stürzten sich auf die Frauen. Und dann taten sie genau das, was die Soldateska in allen Jahrhunderten mit besiegten Völkern getan hat, dass Frauen und Mädchen vergewaltigt wurden und sie rissen den Frauen die Kleider hoch, dass man als erstes ihre Ferse sah. Und Jeremia 13, 22 sagt, deine Ferse Gewalt angetan, entehren für eine fromme Frau in Israel, wenn man nur ihre Ferse sah. Oder Jesaja 47 sagt ein Ähnliches. Jesaja Kapitel 47, herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setze dich in den Staub, setze dich auf die Erde, denn die Tochter der Chaldäer hat keinen Stuhl mehr. Vers 2, nimm die Mühle, mahle Mehl, flicht deine Zöpfe aus, hebe deine Schleppe, entblöße deine Schenkel, warte durchs Wasser. Das war es, entehren für eine fromme Frau. Wenn man ihre Schenkel, den unteren Teil ihrer Beine sehen konnte, ganz entehren für eine israelische Frau. Die musste ganz eingehüllt sein in ihr Gewand. Und das, ihr Lieben, überträgt die Bibel ins Geistliche. Und sagt, wie eine Frau in Israel ganz eingehüllt war, so sollen wir als Gläubige ganz in die Gerechtigkeit Jesu eingehüllt sein. Als wir 69 das erste Mal Mea Shearim besuchten, das ist ein Vorort, vor der Altstadtmauer Jerusalems gebaut um 1870, dort wohnen die sogenannten ultraorthodoxen Juden, sie kommen aus Rumänien, Russland, Galizien, zum Teil chassidische Juden, haben so lange Bärte und ihre Pajot, ihre langen Schläfenlocken an der Seite, weil in der Bibel geschrieben steht, du sollst die fünf Ecken deines Bartes nicht abschneiden. Nicht? Der untere Teil des Menschen geht ja wie ein Spitzbart aus, das ist eine Ecke. Und dann der Schnauzbart nach rechts und links hoch, das sind zwei Ecken, das sind zusammen drei. Und dann hier die Schläfenlocken, das ist die vierte, die fünfte Ecke des Bartes, die darf nicht abgeschnitten werden. Und diese orthodoxen Juden nehmen es sehr genau mit dem Sabbat und mit dem Gesetz und haben 5 Stunden jeden Sabbat in der Synagoge Gottesdienst. Sie eifern um Gott mit Unverstand, wie Paulus in Römer 10, Vers 2 sagt. Nun kommen wir hin, ist meine allererste Israelreise, obwohl wir einen Professor hatten, der schon in Israel war als Reiseleiter, der hatte auch etwas Unverstand und lässt nun die Frauen mit zu dieser Synagoge gehen. Das ist ja unmöglich. Ein frommer orthodoxer Jude darf doch beim Gebet kein weibliches Wesen sehen, das könnte ihn ja zu sündigen Gedanken verführen. Also müssen die Frauen weit draußen weggetrieben werden. Normalerweise mussten sie auf einen extra Aufgang und konnten dann von oben den Gottesdienst sehen, aber das wusste der gute Mann damals nicht. Und wir kommen nach einiger Zeit, wir als Männer dürfen natürlich hinein, wir kommen nach einiger Zeit heraus und erleben so noch zum Teil mit wie so ein paar 8- oder 10- oder 12-jährige Jungs mit ihren langen Schläfenlocken, bei echte chassidische, hebräische Jungs, die hatten unsere Frauen angespuckt und hatten geschimpft mit ihnen, natürlich alles in Hebräisch. Eine alte Jüdin aus Polen kommen, sprach etwas Deutsch, übersetzte nun diese heftige Auseinandersetzung. Diese hebräischen Jungs aus dieser frommen Synagoge regten sich über unsere ausländischen, deutschen, schweizerischen Frauen auf, weil sie so nackt herumliefen.
Ja, jetzt haben unsere Frauen erst mal angeguckt. Was war denn eigentlich nackt an ihnen? Naja, sie hatten alle schöne Kleider mit Ärmel, mit halblangen Ärmel, also der untere Teil der Arme war nackt. Und dann eben die Beine von den Knien abwärts. Und das war für diese frommen Kinder schon eine Nacktheit. Das wollten sie nicht sehen, sie wollten hier im Gottesdienst ungestört sein. Ich musste bei mir denken, was die ja gar nicht wissen, was wir im Neuen Testament ins Geistliche übertragen haben. Genau das meint hier der Epheserbrief. Genau das meint die Bibel, dass alles mit dem weißen Kleid der Gerechtigkeit eingehüllt sein soll. Wie im frommen Judentum zum Teil bis heute sich die Frauen ganz in ihre Gewänder oder in ihre Kleider einhüllen. Nun, das war 69. Ich bin jetzt im Jahre 1980 da, also 12 Jahre später. Wir gehen mit unserer Jugendgruppe quer durch Alt-Jerusalem, fangen beim Damaskus-Tor an, kommen bei der Klagemauer raus, gehen runter nach dem Teich Siloa, gehen durch das ganze lange Kidron-Tal bis hinauf auf den Ölberg nach Gethsemane und dann zurück. Wir wollten mal so ungefähr den Weg nachgehen, wie der Heiland in der letzten Nacht seines irdischen Lebens gegangen ist. Ist bewegend, wenn man dort bedenkt, hier ist der Jesus gewesen. Die Berge, die Täler haben sich nicht verändert. Zwar leben andere Menschen jetzt dort und andere Häuser stehen, aber der Ölbaum, der wuchs früher auch schon und der Feigenbaum auch. Jerusalem hat sich geografisch nicht verändert. Hier ist unser Heiland gewesen. Nun ziehen wir durch die arabische Altstadt und kommen zur Klagemauer. Nun, wenn man so 50 junge Leute bei sich hat, die können wunderschön singen. Die sind auftrittsreif. Einmal waren wir mit 105 dort. Also ich hätte bald gesagt, da hat halb Jerusalem auf dem Kopf gestanden, als die gesungen haben. Die Araber, die konnten sich gar nicht einkriegen vor Erstaunen in verschiedenen Sprachen. Natürlich nicht Arabisch. Aber was hier für junge Leute aus Europa kommen, singen. Jetzt kommen wir zur Klagemauer. Da halten sich die frommen Juden die Ohren zu. Genau das Gegenteil. Die Araber und sonst wo wir sind, die modernen Israelis im Kibbutz mussten wir singen. Wir mussten abends mit Gewalt abbrechen, jetzt ging auf Mitternacht zu. Ein paar hundert Leute standen da, wenn die jungen Leute am See Genezareth gesungen haben. Wir mussten abbrechen und hier freuen sich die frommen Juden nicht, sondern halten sich die Ohren zu. Wollen die denn keine christlichen Lieder hören? Nein, nein, damit hat das gar nichts zu tun. Ein Wächter von der Klagemauer kommt, spricht uns in der Weltsprache Englisch an und bittet uns doch, hinter die Abzäunung zu gehen, wo die Klagemauer zu Ende ist. Dort können wir weiter singen, denn es sind immer noch Beter an der Klagemauer. Es war Freitagabend, wo der Sabbat anfing. Und die könnten jetzt durch das Singen der blonden, jungen, weiblichen Wesen, die in unserer Reisegruppe sind, könnten die zur Sünde verführt werden. Und wenn sie vor Gott stehen, möchten sie an nichts Sündiges und schon lange an nichts Weibliches erinnert werden. Ach, musste ich bei mir denken, hier sind also Menschen am Ausgang des 20. Jahrhunderts, die es so genau mit Gottes Wort nehmen, um nicht in ihrer Andacht gestört zu werden, die uns lehren können als neutestamentlicher Gemeinde, wie die Juden sich absondern. So sollen wir uns von der Welt absondern und in Christum uns einhüllen, damit ja keine Blöße bei uns offenbar wird. Wir hatten dann Besuch von einem orthodoxen Juden. Wir kamen über diese Dinge mit ihm ins Gespräch und erinnerte uns, und ich konnte mich sehr lebhaft erinnern, weil wir das in der Schule gelernt haben, dass der große Revolutionär, der geistliche Revolutionär, der sich auf dem Sterbebett bekehrt haben soll, Heinrich Heine, er war ja Jude, in seinen Büchern gegen diese fromme Art und Weise des Judentums rebelliert, indem er ein Gedichtlein macht, wo in der Hitlerzeit in unserem Lesebuch unten drunter stand Verfasser unbekannt, weil Heinrich Heine als Jude wenigstens sein Name liquidiert wurde. Und da fing man an zu lesen, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Mädchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Da besingt Heinrich Heine die Lorelei. Und die Lorelei tut genau die drei Dinge, die eine fromme hebräische Frau nie tun würde. Ich rede jetzt nicht von den weltlichen Israeliten, ich rede jetzt von den ganz frommen Juden, von den jemenitischen Juden, was es da geben mag. Erstens, eine fromme Frau würde einem fremden Mann gegenüber nie ihre Stimme ertönen lassen. Deswegen sagt Paulus, einem Weib gestatte ich nicht, dass sie lehre. Zweitens, eine fromme Frau würde einem fremden Mann gegenüber nie ihr Haupt und ihr Haar entblößen.
Deswegen sagt Paulus 1. Korinther 11, die Frau soll eine Macht auf dem Haupte haben. Drittens, eine fromme Frau würde einem Fremdmann gegenüber nie etwas von ihren Beinen oder Füßen zeigen. So keusch würde sie gekleidet gehen. Das hat sie aufgehoben für ihren eigenen Mann. Das ist Judentum. Das findet Niederschlag im Neuen Testament. Und was tut Heinrich Heine? Er kehrt alles um. Die Lorelei lässt ihre Stimme erschallen. Und zum Schluss heißt es, als der Fischer da versunken war, das hat die Lorelei mit ihrem Singen getan. Die Lorelei kämmt ihre langen blonden Haare, was niemals eine fromme jüdische Frau tun würde. Bei einem fremden Mann die Haare kämmen, sowas gibt's ja gar nicht. Für einen fremden Mann sich schön machen, sowas gibt's ja gar nicht. Und sie zeigt ihre nackten Beine, sie sitzt da oben mit ihren entblößten Beinen und der arme Fischer starrt da oben hin und dann geht sein Kahn unter. Da muss uns dieser Jude in Jerusalem darauf aufmerksam machen, ihr habt das mal in der Schule gelernt von diesem Dichter Heinrich Heine und ihr wisst gar nicht, warum er das gedichtet hat. Weil er gegen dieses Urjudentum protestiert. Und ich sag unseren Brüdern und Schwestern, jetzt verstehen wir aber manche Bibelstellen doch im Alten und im Neuen Testament anders. Jetzt merken wir doch, was das Neue Testament mit Blöße meint. Meint doch nicht dies schandbare Gebaren, was heute durch FKK-Kultur und Pornografie an den Tag gelegt wird. Das ist ja für die Bibel und für einen gläubigen Menschen etwas, was total ausgeschlossen ist. Sondern hier wird mit Blöße gemeint, Kind Gottes, gib dem Feind nicht das kleinste Stückchen deines Glaubenslebens, wo du nicht in Christi Blut und Gerechtigkeit eingehüllt bist. Kind Gottes, wenn du dem Herrn Jesus Christus nachfolgst, so gehöre ihm ganz, hülle dich ganz in sein Leben ein. Lass keine Sündenblöße irgendwie sein, keine unbereinigte Sünde. Der Satan feuert sofort seine greulichen Abgrundpfeile. Nein, kleide dich ganz in Christi Blut und Gerechtigkeit. Lass es nicht nur eine Gebetsformel sein. Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich wieder zum Himmlein gehe. Nein. Damit will ich auch jetzt schon bestehen gegen den allbösen Feind. Wenn man so als Evangelist reist, ihr Lieben, dann ist man manchen Anfechtungen ausgesetzt. Aber ich könnte euch eins sagen. Ich könnte als Evangelist meinen Dienst nicht tun, wenn ich irgendwelche Sünden in meinem Leben dulden würde. Jeder hat Sünde, jeder hat Anfechtungen. Aber ich kann die Sonne nicht, wie Paulus sagt, über dem Zorn untergehen lassen. Und ich wundere mich manchmal, wenn man hört, zum Beispiel als ich junggläubig war, ich fing an, in der Reichsgottesarbeit mitzuwirken, ein Evangelist vielleicht im Alter von 45, 50 Jahren, klagte, wenn er im evangelistischen Dienst unterwegs ist, dann wird seine Frau zu Hause schwermütig und die Kinder werden krank und ein Kind fällt ins Messer, das andere bricht sich ein Bein, dem anderen wird das Fahrrad gestohlen. Also jedes Mal, wenn er irgendwo unterwegs ist, das passieren zu Hause seltsame Dinge. Nun, ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass der Satan uns angreift. Bin ich fest davon überzeugt. Wenn wir in das Reich der Finsternis eindringen, schlägt er zurück. Aber die andere Frage muss doch sein, geben wir ihm nicht manchmal ein offenes Hintertürlein, dass er uns antasten kann? Ist nicht vielleicht doch irgendeine unbereinigte Sünde da? Vielleicht okkulte Belastung von den Vorfahren? Wir haben ja ihr sündiges Fleisch geerbt. Wenn dein Urgroßvater mit dem 6. und 7. Buch Mose gezaubert hat, das sündige Fleisch hast du an dir, dann hast du okkulte Anfechtungen. Auch als wiedergeborener Gläubiger hast du Anfechtungen. Ihr Lieben, ich habe fast 17 Jahre Gemeindedienst getan. Ich bin bald irre geworden am Glauben, was ich bei den Kindern Gottes in der Seelsorge erfahren musste, was sie für Anfechtungen, für Bindungen hat. Und wenn es dann zum Sterben ging, ihr Lieben. Ich habe an vielen Sterbebetten gestanden. Die sind nicht alle mit Triumph und Prangen in den Himmel eingegangen, dass manch ein Gotteskind kläglich und jammernd in die Ewigkeit abgerufen worden. Ihr Lieben, solche Dinge gibt es. Aber warum gibt es diese Dinge? Weil wir sie dulden. Weil wir uns nicht ganz und gar in Christi Blut und Gerechtigkeit einhüllen. Ich sage es mit tiefer Demut. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott das auch anders tun kann. Aber solange ich meinen Dienst am Evangelium tue, hat Gott uns immer wunderbar bewahrt. Wunderbar.
können überhaupt nicht ständig auf Reisen sein, wenn Gott uns nicht segnen und bewahren und beschützen würde. Und zu Hause geht unsere Missionsarbeit voll weiter. Könnt ihr ja keine ruhige Minute mehr haben, wenn irgendetwas geschehen wird. Natürlich gibt es Anfänge, auch ich habe Anfänge, natürlich. Ich kann auch einen Autounfall haben oder mit dem Flugzeug abstürzen. Wenn Gott das will, kann er das so tun. Aber ihr Lieben, wenn wir uns bemühen, rein und offen vor dem Herrn zu wandeln und immer wieder in das Kreuz zu gehen, uns einhüllen in Christi Blut und Gerechtigkeit und jeden Abend auf die Knie gehen und sagen, Herr, du weißt, wo ich heute versagt habe, vergib mir, wasch mich rein mit deinem Blut. Der Satan soll keine bloße Stelle, keine Blöße an mir finden, wo er seine Giftpfeile hineinschießt. Herr, ich hülle mich jetzt wieder ein in dein Blut, in deine Gerechtigkeit. Jakob Vetter sagt sogar, man soll das Blut Jesu trinken. Nun, das kann man nicht, das wissen wir. Das reale Blut Jesu kann keiner trinken. Aber im Geist, im Gebet können wir uns mit dem Blut Jesu eins machen und sagen, Herr, bewahre uns, bespreng uns mit deinem Blut. Lass uns unter der Kraft deines Blutes gegen den Feind kämpfen. Dann werden wir erfahren, was hier der Epheserbrief meint, ihr Lieben. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit, nicht unserer. Nein, nein. Auch nicht der Gesetzesfrömmigkeit, was die Juden daraus gemacht haben oder von dem das Alte Testament spricht. Hier ist das weiße Kleid der Gerechtigkeit gemeint. Hier ist das beste Kleid gemeint, von dem der Vater sagt, als der verlorene Sohn nach Hause kommt, Lukas 15, 22, bringt das beste Kleid hervor und gegen Christi Blut und Gerechtigkeit. Ihr Lieben, dann kann kein Teufel und keine Sünde und kein Satan und keine Welt uns etwas anhaben. Wir haben als Gläubige ein dreifaches Kleid der Erlösung. Wir haben in der Stunde der Wiedergeburt die Kleider des Heils bekommen, durch die wir selig werden. Wir haben ein Kleid des Dienstes zu tragen, wie unser Heiland uns in Johannes 13 gesagt hat. Er umgürtete sich und wusch seinen Jüngern die Füße. Das ist das Dienstkleid, den anderen die Füße und nicht die Köpfe waschen. Und dann haben wir ein Kleid des Kampfes. Das ist Epheser 6. Und hier beginnt der Apostel. Erst die Wahrheit umgürtet. Dann Christi Blut und Gerechtigkeit wie ein Panzer darüber, dass der Satan uns in keinster Weise antasten kann. Um an den Anfang zurückzukehren zu Watchmen, sitze, wandle, stehe. Dann können wir gegen den Satan und gegen den Feind stehen. Und der Herr wird uns in seinem Dienst gebrauchen können. Wir müssen heute Abend dieses Wort hier unterbrechen. Wir werden dann morgen fortsetzen, indem wir im Epheserbrief den nächsten Teil hören. Und dieser Teil ist von immenser Wichtigkeit. Ich predige das auch mir selbst. An den Beinen gestiefelt. Ich bleibe jetzt mal bei der Luther-Übersetzung. Die ist ganz köstlich. Als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Verbunden, vor allen Dingen ergreife den Schild des Glaubens. Darum geht es also morgen. Heute Wahrheit, Gerechtigkeit. Morgen Friedensevangelium mit Glaubensschild. Übermorgen geht es um den Heilshelm mit dem Schwert des Geistes. Und dann der Abschluss. Soldaten Christi stehen mit ihrem Feldherrn im Himmel in Verbindung durch das Gebet. Und ihr Lieben, ich nehme an, dass Gott uns heute Abend hier und da einiges für unser privates Glaubensleben sagen konnte. Und wenn Sie gemerkt haben, es ist hier und da eine Sünde, eine unbereinigte Sache, eine Bindung. Ihr Lieben, wir sollten die Woche nützen, um alles unter Christi Blut und Gerechtigkeit zu bringen. Vielleicht sollten Sie nach der Versammlung zurückbleiben, dass wir noch eine kurze Nachversammlung haben, eine Gebetsgemeinschaft, der wir zusammen auf die Knie gehen, dass die Sünde an das Licht gebracht wird, dass das Blut Jesu uns reinigen kann. Und das, ich kehre zu der Ausdrucksweise des Alten Testamentes zurück, wie sich eine hebräische Frau ganz einhüllt in ihr Gewand. So wollen wir uns ganz einhüllen in Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist unser Schmuck, unser Ehrenkleid jetzt schon. Und dann, ihr Lieben, können wir erst, dann erst gegen den Feind kämpfen. Wenn wir Sündenbindungen an uns haben, der Teufel, der macht uns so schnell buchstäblich kaputt. Und wenn ich jetzt wieder an die Jahre meines Gemeindedienstes denke, wenn ich dann gesehen habe, wie die Geschwister alt wurden, wie sie Jahre und Jahrzehnten Sünden mitschleppten, statt dass man nun
Gläubige in die Ewigkeit geleiten kann, die nur mit 85 Jahren heimgerufen werden, die abgeklärt, die erfüllt sind vom Heiligen Geiste, findet man Menschen vor, die von ihren Sündenbindungen nicht frei wurden, wo der Satan sie ein Leben lang quälen konnte. Warum? Es fehlte der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es fehlte das totale Umgürtetsein mit der biblischen, göttlichen Wahrheit. Möge uns der Herr das schenken, heute Abend durch das gehörte Wort, aber auch heute Abend, indem jeder für sich auf die Knie geht und sein Leben vor dem Herrn ordnet, vielleicht auch in der Seelsorge zurückbleibt, damit er uns neu segnen, uns neu reinigen und heiligen kann. Ja, ich gebrauche diesen Ausdruck noch einmal. Uns ganz umhüllen kann mit Christi Blut und Gerechtigkeit. Dazu möge uns der Herr tief und reich segnen.